So, hallo und alle zur nächsten Folge von Craft Attack 3 und heute tun wir es endlich. Ich habe keine Ahnung, ich zögere irgendwie davor, weil auf hart und ist kacke. Mit Equip und so. Egal, wir probieren es jetzt. Es geht zum Enderdrachen rein auf dem Craft Attack Server. Wir haben hart drin und werden gleich hart verprügelt. Vielleicht auch nicht. Ich laufe mal kurz hier rein wieder. Blöpp. Das End ist schon bebaut und alles mögliche. Blabla, dies, das. Aber es müsste sich gleich wieder zurücksetzen. Was ich vielleicht geil fände oder easy fände als Kampf, ist eigentlich, wenn ich Enderdracheninsel so ein bisschen vergrößern würde oder könnte. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe sowas von eine Idee. Ich habe wirklich eine Idee. Und zwar, ich könnte ja etwas machen. Und zwar könnte ich... Oh, das ist geil. Ich könnte schon mal die Treppen machen, dass ich zu den Gittertürmen hochlaufen kann, ganz easy, ohne vom Drachen darunter geschubst zu werden. Ich habe so ein kleines bisschen Angst, dass ich, wenn ich irgendwo hochkletter, dann runtergehe und mich aufs Maul lege. Aber ich kann ja ein klein wenig vorbereiten. Ey, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich würde das auch nicht als Schummel bezeichnen, weil der ist ja schon einmal gestorben. Das ist jetzt das zweite, wo wir den töten. So, pass auf. Dann mache ich mal so ein ganz kleines bisschen Cobblestone, besorge ich mir mal, ja. Und dann mache ich da einfach schon mal Treppen parat, bevor ich ihn wieder spawne, dass ich da easy hoch und hin kann. Ich glaube, zu einem gewissen Teil ist der dann... Oder die Kristalle oben werden ja gesprengt und neu ersetzt sozusagen. Eventuell wird ein bisschen was vom Cobblestone zerstört, würde ich vermuten, den ich jetzt setze. Aber ich denke trotzdem mal, dass das easy peasy lemon squeezy wäre, wenn ich da ein bisschen Vorarbeit leiste. Zum End geht's dann gleich wieder rein. Und dann sind wir gleich wieder da. Sorry, der Umweg war nicht so groß wie gedacht. Ich bin ein sehr ergebnisorientierter Mensch und wenn ich es mir so etwas einfacher machen kann, dann mache ich das schlauerweise auch, weil halt einfacher gemacht ist. Dann bin ich nicht so in Gefahr runtergekickt zu werden, was auf Dauer ja auch doof ist eigentlich. So, und dann kann ich mal ganz kurz hier ein paar Dinge vorbereiten. Ich habe versucht mal oder kurz zu gucken, wie ich die Kürbistextur ändere, ich habe aber die Minecraft-Ordner erstmal nicht gefunden gehabt. Das war auch so eine Sache. So, dann, würde ich sagen, oh, ich habe eine Idee. Ich verbinde alle Türme mit Cobblestone. Ja, okay, hier ist ein bisschen was, ne? Ich verbinde alle Türme mit Cobblestone. So im Kreis, und dann muss ich im Kreis laufen und die alle abschießen. Der ändert eigentlich den Enderdrachenkampf. Da geht es ja darum, den Enderdrachen an sich zu plätten und dann... ja. Ich würde sagen, ich fange da mal so ein bisschen hier vorne an. Und dann geht es dann hier so im Kreis nach oben, denke ich mal. So, und dann einfach im Kreis nach oben. In der Hoffnung, dass das passend ist und ich mich nicht hier dann lege. Mal angenommen, der Drache kommt dann und kickt mich hier runter. Obwohl, hier geht's ja. Aber ich habe die Stelle gewählt, weil es viel Fläche unten drunter ist, nicht sterben kann. In der Regel. So. Den ein oder anderen Block bauen wir wieder ab. Aber so können wir richtig einfach vor allen Dingen hier hoch. So, wenn ich oben bin, dann verbinde ich einfach alle Kristalle miteinander. Und ich bin mal gespannt, ob der Cobblestone beispielsweise jetzt hier auch komplett mit zerstört wird. Würde mich mal interessieren. Ob der kaputt gemacht wird, wenn ich rundherum um den Turm jetzt hier was setze. Ich glaube, dass nur die Spitzen erneuert werden. Das ist meine Vermutung, dass wirklich nur die Spitzen drankommen. Ich bin auch gleich schon oben, also es hat sich gleich schon gedingst. Ja, ja, ich sehe schon, wir wollen Actionkampf. Chillt. Ich habe immer schon mal den schnellsten Enderdrachen gemacht in einem Video. Das war auch wieder was anderes, wieder andere Version, nicht 1.0, auch nicht auf Hard. Und dieses Mal gibt es eben den einfachsten Enderdrachen 1.9, ja. Den easiesten. Okay. Hier war ein Gitter drauf. Ich war überall Gitter drauf, aber das kann nicht sein, weil eigentlich haben nur zwei von den Türmen normalerweise Gitter drauf. Dann, würde ich sagen, machen wir hier oben so einen kleinen Weg, einfach dann immer hier so hier rüber. Vom einen zum anderen. Ja, die Cobblestones reichen auf jeden Fall, denke ich.
Ich bin echt gespannt, ob das klappt. Das ist auch ein kleines Experiment jetzt wieder nebenbei. Ich muss dann einfach nur hier oben langlaufen, sozusagen. Da kann ich voll einfach die Kristalle abschießen. Und den Drachen. Also ich muss ja nur einfach nur drüber laufen. Wenn irgendwas ist, dann kann ich mit einer Pferde runter teleportieren. Das geht ja. Ja, hier den Kristall kann ich auch abschießen, denke ich. Ohne Probleme dann. Und dann hoffe ich mal, dass das easy geht. Ich will einfach nur ganz grob mehr so rumgehen. Das war voll interessant. Also finde ich jetzt, ob das wirklich geht. Ob es wirklich funktioniert. Man keine Sorge, wir kloppen den auch noch. Wir haben mal ein bisschen Zeit. Ich glaube nicht, dass wir allzu lange dann brauchen. Ein paar kleine Vorbereitungen. Unten haben wir ein bisschen Vorbereitungen, dass Enderman eigentlich killen können mit Hilfe von den Steinen, den Cobblestones, die da sind. So eine kleine Enderman-Schutzeinrichtung. Hier noch die Stelle, wo ich das Enderdrachenei geholt habe. So, dann gehen wir hier so ein bisschen drüber. Und dann gehe ich da so ein bisschen schräg rüber. Und das Easy Peasy Lemon Squeezy kann aber rum, das habe ich mir gerade voll von Dragon Ball Super von der neuesten Folge angeeignet. Ich glaube, das war schon immer so, aber. Das war nie so aufgefallen irgendwie. Egal. So, und dann bin ich jetzt gleich einmal komplett rum. Hilsburg, was macht das für einen Sinn, wenn du alles so easy vorbereitest? Tja, damit ich meine Sachen nicht verliere. Weil das Problem ist, wenn ich die verliere, dann ist scheiße. Da muss ich halt wieder rein, die versuchen aufzusammeln und dann wird's chaotisch. Und chaotisch ist manchmal doof. So. Nachteil ist vielleicht noch, der Drache wird den Cobblestone hier kaputt machen. Ich hätte es aus Endstone machen sollen. Aber dann hätte ich Endstone farmen müssen und darauf hatte ich gerade keine Lust. Nur gespannt, wie das ist. Also ich sollte auch ohne Probleme eigentlich hier runterfallen können, ohne dass ich sterbe. Denke ich. Wegen Feather Falling 4. Soll ich es riskieren? Soll ich dann gleich mal runterspringen? Ich muss eh nochmal runter wegen Dingern und so. Mal gucken. So, dann haben wir hier den nächsten Kristall. Wie skurril das aussieht einfach. Egal, ich muss ja nur bis zu dem Turm einmal hier so. So, und dann kann ich auch schön schießen. Ah nee, da vorne ist noch einer. Aber das ist ja ein winziger einfach. Das ist ja ein winziger Turm. Ich vermute mal, dass der so bleibt. Oh, was auch mal witzig wäre. Was ist eigentlich, wenn du so einen Turm abbaust, Bedrock auch abbaust, im Creative Mode dann den Drachen wieder belebst, setzt er ein neues Bedrock hin und wenn du schon ein anderes Bedrock hast, kannst du damit die Position des Turmes manipulieren? Das wäre auch interessant. So, soll ich mal testen, ob ich dadurch Fallschaden kriege? Oder wie viel Fallschaden? Ich riskiere es lieber nicht. So, ich porte mich runter und dann, ja, würde ich sagen, geht es los mit dem Drachen beschwören. Ich mach's jetzt. Am Anfang war es immer so, dass da ganz viele waren. Hui, da. Oh, und es geht los. Alles klar. Dann steht. Ah, der ganze Turm entsteht wieder. Okay, der ganze Turm entsteht. Der ganze Turm entsteht. Das war ein schöner Screenshot. So, alles klar. Und oben entsteht gleich eine neue Drache. Und ja, vorne, das wurde kaputt gemacht, meine Treppe. Zum gewissen Teil wurde meine Treppe kaputt gemacht. Hüiuiui. Erstmal ein Apfel siegeshalber. So, das Problem ist halt immer, man sieht nicht viel. Soll doch zur Seite laufen, weil der Drache hat da seine komischen Kugeln. Habe ich gerade links angegriffen? Ich hoffe mal nicht. Kann ich hier? Ja, kann ich, denke ich. Ja. Ich sehe ja nichts wegen diesem Kürbis einfach. Und wenn ich den Kürbis nicht anhab, dann sehe ich nichts wegen, wegen Leben und so.
Lol, ganz oben ist auch halt drin. Ja, es hat nicht hundertprozentig viel gebracht hier, die Treppe von mir. Jo. Haut wieder seinen Atem drauf. Hier sind ja schon so ein paar Löcher drin, ne? Irgendwie will ich da nicht so wirklich hoch. Oh, jetzt hat er mich gekickt eigentlich. Oh Gott, irgendwie will ich hoch, aber irgendwie will ich nicht hoch. Ich habe keinen Nerv gerade irgendwie die von unten die Pfeile zu treffen. Komm schon. Yes, da ist der nächste kaputt. Ja, okay, da vorne porte ich mich jetzt mit einer Perle hoch. Das ist mir dann egal, aber. Ja, da oben ist auch nochmal Drang's Breath. Ne, Drang's Breath verschwindet sogar von alleine. Als ich das gemacht hatte, ist er nicht von allein verschwunden. Komme ich da irgendwie dran? Ich komme mit den Pfeilen nicht da hoch. Das ist ein Problem. Soll ich mal mit Enderperlen hier hochwerfen? Ich probier's mal. Vor dieser Bombe muss ich aufpassen. Die macht echt Schaden. Oh, da ist noch eine gelandet. Ganz viel Dragon's Breath. Ja, okay, es geht aber gerade momentan eigentlich von Schaden und bla bla. Ja, keine Ahnung, wie ich jetzt wieder reingekommen bin. Ich will doch nur ohne Probleme den Kristall kaputt machen. So. Scheint geklappt zu haben. Ey, ich hab Schiss wegen sowas zu sterben, weil ich den Schaden nicht einschätzen kann. Da oben ist auch noch ein Kristall. Ich will auch nicht den Helm abziehen. Ich will dauernd auf den Enderdrachen gucken und dann will ich irgendwie... Okay, da habe ich den nächsten Kristall. Da oben ist aber noch einer auf dem. Und irgendwie komme ich da nie dran. Doch, ich glaube, jetzt habe ich ihn getroffen. Ich glaube, jetzt habe ich ihn getroffen. Und dann ist das hier oben eigentlich nur noch der einzige Kristall. Glaube ich. Yay. Ich hasse es, ich sehe absolut nichts mit dem Kürbis. Ich sehe nichts. Das ärgert mich. Und dann muss ich wieder einblenden, weil ich mein Leben sehen will. Uhuhu, Drang's Breath. Vor meine Goldäpfel. So haben wir dann eigentlich alle Kristalle gekriegt. Ich glaube ja, oder? Ach genau, da ist er nicht angreifbar für. Alles klar. Den Atem nehme ich mit. Jetzt schießt er wieder. Nehme ich auch alles mit. Wenn ich schon mal da bin. So, wie viel atmet ihr denn aus? Oh nein! Ernsthaft? Der kann einen hochkicken? Der kann einen tatsächlich hochkicken. Ich glaube, ich werde das machen. Ja, ich laufe mal wieder irgendwo.
Ich habe halt auch keine Glasflasche mehr. Komm schon, ne, kriegen wir noch da. Hallo, Ender Dragon. Falsche Richtung, zeig mir den Hintern. Ja, müsste easy gehen. Lassen. Wir haben ihn zerkloppt. Zerkloppt mit dem Schwert. Ich hab nur mit dem Schwert das Bogen gemacht. Und ein weiteres Endgate ist aufgetaucht. Muhaha. So, dann wollen wir Sachen reparieren? Ah, können wir gerade nicht. Deswegen ziehe ich mal kurz die Rüstung aus und ich sammle die Level höchstpersönlich selbst ein. Ja, es sind nicht mehr so viele Level wie beim ersten Mal Drachen töten. Es ist aber einfach deswegen halt, weil darum. Ist normal. Also, okay, dann kann ich die Rüstung wieder anziehen. Nicht, dass alles auf die Rüstung geht und so. Wegen Mending und bla bla bla. Und ja, damit haben Enderdrachen doch noch kurz gekriegt. Ich wollte es mal so richtig so vorsichtig wie möglich machen, weil ich so Dinge wie Sterben ungern mache. Ja, aber ansonsten haben wir hier ein neues Endgateway. Da können wir vielleicht auch mal ein bisschen anschauen, erkunden, wo es uns das hinführt. Halt eine andere Richtung als das andere, logischerweise. Aber auch nur in die Inselgegend, wo die anderen schon waren. Wir starten an einer anderen Stelle. Vielleicht ist ja direkt eine Festung in der Nähe, ein Dungeon, wie auch immer. Ich denke mal, das sehen wir dann. Und ja, wir gucken einfach mal. Bis zum nächsten, Leute. Lasst krachen und tschüss.